Acest obicei laic, organizat de cetățenii români de naționalitate germană din comuna noastră, bineînțeles, sub conducerea Consiliului Educației Politice și Culturii Socialiste, are loc când în întreaga țară se pregătește să întâmpine alegerile de la 9 martie cu succese tot mai mari, în toate domeniile, întărind astfel votul cu puterea faptelor, fapte de muncă, de hărnicie și inițiativă, spre gloria scumpei noastre, patrie, Republica Socialistă Românească. Tovară, sărbătoarea noastră se termează cu clogos și vin. Vă rugăm să primiți din partea noastră o mică gustare. Heute ist wieder alles auf den Beinen, die Jungen und Alten, die Großen und Kleinen. Wir begrüßen euch alle von Herzen gerne, die ihr gekommen von nahe und ferne. Ganz gleich, in welcher Sprache ihr sprecht, ihr seid uns als Gäste willkommen und recht. Denn wieder feiern wir Urzeltag, euch allen zur Freude, doch uns zur Plag. Denn für uns Richter ist es schwer, wir finden bald keine Dichter mehr. Doch noch viel schwerer, glaubt es mir, findet man Sündenböcke hier. Ich kann es frei und offen sagen, hier hat unsere Kritik auch beigetragen. Sehr schön. Doch an einem guten Abend hat Max Moritz die Hühner fortgetragen. Sie werden hier nicht gerade Max und Moritz heißen, aber an 10 Hühnern hatten sie zu beißen. Die guten Leute sagten, oh weh, und dachten, was nun zu machen wäre. Ein Schloss an die Tür ist nur für ehrliche Leute. Drum muss man was anderes tun zur Zeit. Man beschloss, dass ein Hund das Richtige wäre und sucht in der Gemeinde Kreuz und Quer. Man baut ihm ein Haus, kauft Kette und Napf und endlich bringt man den armen Tropf. Er ist sehr schön, man hat ihn auch lieb, man führt ihn spazieren, man erzählt ihm von Dieben. Doch der Arme ist sehr erschreckt. Jeder Fremde, der kommt, ist ihm ein Graus. Er versteckt sich da rasch in seine Hütte und hat, wie es scheint, nur eine Bitte. Lasst mich in Ruhe und geht doch fort. Was habt ihr zu suchen an diesem Ort? Das wäre der Hund. Doch gibt es im Haus auch eine Katz gegen die Maus. Doch ist die Maus ja niemals allein. Schnell hat sie ein Nest mit den jungen Kleinen. Die tummeln sich ganz lustig und ungestört. Die arme Hausfrau ist ganz empört. Doch die Katz, die stört das überhaupt nicht. Die macht ein ängstliches Gesicht und zieht sich zurück in das äußerste Eck. Die Mäuse knuspern im Hause ganz keck. Nun hör gut zu, wie jeder im Haus tut seine Pflicht. Das Töchterchen mit flinkem Satz fängt die Mäuse und gibt sie der Katze. Die Mutter geht doch mit Schaufel und Lappen fest, putzt täglich, was die Katze hinterlässt. Der Vater geht doch mit langer Stange, steht nachts im Schopfen und macht den Räubern bange. Die lieben Tiere leben froh und gedeihen, die Menschen müssen ja auch zu etwas nützlich sein. Es ist ja wirklich
Und nun folgt ein Bericht der Taubenzüchter. Ein junger Mann, ein Taubenfreund, kommt aus der Schenke raus. Er torkelte den Anger zu, denn dort war er zu Haus. Er hatte nur noch einen Wunsch, in Fett, so schnell es geht. Schon ist er drin in seinem Hof, wo eine Leiter steht. Das ist die Treppe, denkt der Mann, und klettert langsam rauf, dass sie euch steiler ist als sonst. Da kommt er gar nicht drauf. Jetzt ist er im Taubenschlag und merkt nichts. Das ist wahr. Er sieht doch schnell die Hose aus. Fleisch lebt er wunderbar. Im Zimmer wartet seine Frau. Die Kinder alle zwei. Die fragen sie, sein langen Sohn, denn wo der Tata sei, schlaf nun. Er kommt bald heim, er wird ja wieder mal in einer Sitzung sein. Die Kälte hat den Taubenfreund dennoch wach gemacht. Und zitter klettert er herab, es war schon spät nach Mitternacht. Er schleicht ins Zimmer, dann ins Bett, schläft endlich wieder ein. Dann sucht der Wecker an sein Ohr, es wird am 6 schon sein. Schnell springt er nun auf seinem Bett, er muss zur Arbeit gehen. Er sucht die Hose weit und breit, doch die ist nicht zu sehen. Wo ist denn meine Hose hin? Sag, Frau, wo kann sie sein? Das musst du selber wissen, Mann, du kannst ohne sie erreichen. Hier. Und was ich von dir noch wissen will, wo warst du heute Nacht? Kommt einer ohne Hose an, da schöpft man leicht Verdacht. Entweder hast du sie versoffen oder bist von jemandem weggelaufen. Lieber Fries, das passt sich nicht, das bei den Tauben dich verkriecht. Du hast ja noch ein Träumchen klein, lass sie doch nicht im Haus allein. Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense addiert. Alles vergeben, sie war nicht eingeschmiert. Manchmal geben sie auch zwei Fläschchen mit. So, was macht ihr mit den Eiern nachher? Ja, wir tragen sie zu dem, das Komitee sammeln zu. Und dann
werden sie verkauft. Verkauft? Ja. Nicht aufgegessen. Bitte? Aufgegessen, man braucht verkauft, denn man sammelt ja viele. Und nun folgt ein Bericht, ein Jagderlebnis. Ein Jäger wollte jagen gehen, mit anderen im Revier. Steckt ihm den Gürtel Munition und langt sich das Gewehr. Doch erst wird er schnell noch aufs Klo. Da ruft man schon nach ihm. Man sieht ihn gehen die Straße hin, kam gut voran. Jedoch im Klo was hängen blieb, das man gut gebrauchen kann. Als sie nun kamen in den Wald, so jeder lange stand. Auch unser Freund schreit sich davon, das Land am Waldesrand. Es horcht und schaut, was ist denn das? Ein großer Eber, dort, jetzt aufgepasst und gut gezielt, der läuft mir nicht mehr fort. Ganz leise greift er zum Gewehr, dem brenne ich eins drauf. Jetzt rasch nur eine Kugel her, die schiebe ich in den Lauf. Er greift und sucht, was ist denn das? Hab keine Munition. Und wie gelähmt lehnt er am Baum, der Eber läuft davon. Da kommt ihm langsam in den Sinn, der Gürtel hängt im Klo. Und schieße, wer da schießen kann, vielleicht mit dem Popo. Das Nachbartor. Wenn im Ort Verlobung ist, wie es dann zugeht, ihr ja wisst, man kocht und backt ja alles fein, versorgt sich gut mit Schnaps und Wein. Wenn dann die Gäste kommen an, man sie auch gleich bewirten kann. So ist der Brauch von Alters her. Was in der Brigasse geschah, hört her. Es wurde eine Verlobung gehalten. Die Nachbarn beschlossen, die Jungen und Alten, zu gehen, um in das Tor zu schlagen. Das gehört sich so, ohne zu fragen. Ob es erlaubt ist oder nicht, so manches Tor total zerbricht. Die Leute sind fertig, nur los zu marschieren. Und den jungen Brautpaar ganz herzlich zu gratulieren. Doch halt, da kommt ja noch ein Mann, der sich für schwer auf Bayern halten kann. In der Hand trägt er einen Sehnsestiel. Kommt an am Tor, glaubt sich am Ziel und fängt auch gleich zu schlagen an. Umsonst sagt Mili zu dem Mann, das Tor, das ist das Falsche doch. Hör auf ihr! Und ist er nicht bei der Braut. Die Braut, die wohnt doch nebenan. Da merkt der Mann, mein Schlag lässt sich nicht stören, der Mann. Nun ist genug, Will, hör auf, Mann. Die Braut, die wohnt doch nebenan. Na, wie es denn sei, ich hab's geschlagen. Die Walli hat ja doch nur Kramen. Und sag, so spiel dann für dich her. In dieses Tor schlägt keiner mehr. Oh, weit ich weiß, ich sage es laut, die Buben werden niemals brauchen. In der Klasse ist ne Braut, sag jedem
wo sie wohnt, ganz laut, dass sich niemand mehr muss fragen, wenn ihr Stuhl hab ich zerschlagen. Freut euch des Lebens, nur zu der Bild, bitte setze das hier. Alles vergebens, sie war nicht ein Gespiel. Und nun folgt ein Bericht der komische Kalender. Mit Schellreuten, Knallspringen, mit Krapfen, Kraut, mit Tanzen, Singen, feiern wir in diesem Jahr das das Faschingfest. Und ist euch klar, wie viel es da gibt zu überlegen und zu bedenken und zu überlegen? Gar manches ist zu organisieren und zu bedenken und zu arrangieren, bis so ein Fest da starten kann. Wer nimmt sich diese Sache an? Ich will es euch sagen, seit eh und je tut dies das Urzelkomitee. Es sind 6 Männer, euch alle bekannt, die schon seit Wochen herumgerannt, um alles, was es braucht, zusammenzubringen, damit unser Fasching auch möge gelingen. Sie nehmen auf sich sehr viel Mühe und Plage, dafür würden gerne Dankeschön sagen. Doch etwas muss ich, ihr liebe Leute, in Großschenk verraten über diese Leute. In Großschenk weiß ein jedes Kind, dass in einem Jahr 12 Monate sind. Doch eines muss ich, ihr liebe Leute, verraten über diese Leute heute. Den Mai haben sie schon seit langem vergessen oder hat in die Katz gefressen. Warum? Wieso? Hör euch fragen. Nur aufgepasst. Ich will euch sagen, im Mai, wenn alles grün und blüht, in unserem Kalender Maiali steht. Ein Maifest gilt es zu organisieren. Das müssen unsere 6 Männer arrangieren. Versprochen wird es jedes Mal. Doch kommt der Mai in unser Tal, haben sie alles vergessen. Nur der Mai wird alles gelassen. Es ist schon zu spät. Es ist noch zu früh. Das sind die Ausreden, die man hört. Wir meinen es gut und wollen euch raten. Lasst die Ausreden sein und zeigt uns durch Taten, dass wir 6 Männer haben im Komitee und nicht 6 Schlafmützen. Oh je! Die Zeit vergeht rasch, drum teilt es euch ein, denn in diesem Jahr muss ein Maialis sein. Drum, liebes unser Komitee, wann sehen wir uns im Waldjubri? Ich will auch diesmal nichts daraus, so werdet ihr gesungen aus. Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Senseras dir alles vergeben, sie war nicht eingeschmiert. Zum Abschluss. Nun, ihr Leute, seid zufrieden mit dem, was wir euch heute gebracht. Für jeden wird ihm beschieden und alle habt ihr mal gelacht. Seid alle froh, dass ihr am Leben, sonst hätte der Pfarrer euch sein Gedicht gemacht. Unsere Zeitung sieht nicht alle. Wir haben noch 2000 von. Und ihr dann wacht am Ursobau. Macht und trinke noch ein Glas, denn Narrenrichter sind wir heute, morgen gibt es keine Spaß.